Hallo zusammen, der Postbote war heute wieder da und hat ein sehr weihnachtliches Paket gebracht. Das ist eins der Pakete, die ich schon erwartet hatte. Paketmarke bis 10 Kilo, ja, er hat sich da nicht lumpen lassen. Und zwar, das Paket ist von einem Abonnenten von mir, der schon seit Ewigkeit dabei ist. Er war auch bei den ersten 100, glaube ich, schon dabei. Und zwar handelt es sich um VSHK. Boah, Scheiße. Oh, das Jahr. Danach ist es ein Jahr. VSHK, ich glaube 1976 oder 1979. Eins von den beiden. Hoffe ich mal. Bitte. Ich entscheide mich für 76. Ja, genau. Jedenfalls hat er mir ein Paket geschickt. Er hatte mir schon sowas angedroht. Und zwar befinden sich in diesem Paket verschiedene Bierflaschen. Beziehungsweise verschiedene Biersorten, besser gesagt. Nicht nur die Flasche, sondern auch mit Inhalt, ja. Und ich bin wirklich gespannt darauf, wie oder wie, beziehungsweise was da drin ist. Nur ich muss erstmal gucken, wie ich den scheiß Kleber hier wegkriege. Ich glaube, ich muss den abknibbeln. Ja, es ist eine sehr schöne Arbeit. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, okay, Nummer 1. Und. Ich habe bereits über 2 Stunden Tony Hawk wieder aufgenommen. Ich bin jetzt fast durch. Fast durch. Und es kann sogar ganz gut sein, dass es auf genau 100 Parts rausläuft. Vielleicht 99, auf jeden Fall nah dran. Aber auch nicht mehr als 103 oder so. Jo. Dann. Ja, ich glaube, ich hab's. Nein, nicht wieder zugelebt. So. Ich glaube, ich hab's gleich. Ja. Und zwar klingelt das Telefon. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Tut mir leid. Ich wurde auch schon bei der Aufnahme gerade zweimal unterbrochen. Einmal durch den Postboten, ja. Und zum anderen, ja, auch durch den anderen Anruf, der mir aber schon, den ich quasi erwartet hatte. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Tony Hawk. Ich erzähle einfach mal ein bisschen währenddessen. Ja, heute 2 habe ich schon aufgenommen. Das war jetzt, glaube ich, bis Part 97 quasi. Und ich muss halt nur noch quasi die Sick-Ziele im ersten Level machen. Und die werde ich dann morgen zu Ende aufnehmen. Und dann habe ich es zu Ende. Ja, dann habe ich es beendet. Ja, okay, ich habe es offen. Ich habe es offen. Achtung. Ich hatte mit dem Abonnenten übrigens schon mal geskypt. Das ist ein sehr netter Herr, ja. Gut, ich verlese natürlich wieder, so wie immer, zuerst das Schriftliche. Ach so. Ich habe hier oben steht quasi Ort und Datum. Da steht Orbege. Ich so, hä, was ist denn Orbege? Aber der Herr schattammt aus Oranienburg. Genau. Den 17.12., das 12. in römischen Zeichen, sehr edel, ja. So, YouTube-Name, VSHK 1978, fuck, Mann! Skype lese ich jetzt nicht vor und Real Life lese ich jetzt auch nicht vor. Hallo Dennis, wie versprochen schenke ich dir ein kleines Bierpaket. An alle Minderjährigen, Alkohol gefährdet die Gesundheit, ja, kann ich bestätigen. Bitte trinkt wegen diesem Video jetzt kein Bier oder sonstige alkoholische Getränke. Nur zur Besonderheit des Bieres. Die Brauerei ist 50 Kilometer von mir entfernt. Zweitens, man kann diese Brauerei, beziehungsweise es ist eine Klosterbrauerei, jederzeit besuchen und anschauen gehen. Drittens, das Kirschbier ist etwas Besonderes. Es ist kein Sirup oder kein Kirschkonzentrat. Es ist die reine Mutterkirsche aus dem eigenen Klostergarten. Aus dem eigenen Klostergarten. Ja, die Schattierung ist hier ein bisschen blöd, deswegen, wenn da so ein Knick ist, dann kann ich so ein paar Buchstaben nicht lesen. Bitte genieße beide Biere nicht zu kühl, glaube ich, soll es heißen. Und nicht zu kalt. Sie sollten etwas wärmer sein, als man sonst Bier trinken tut, damit der Geschmack und das Aroma sich besser entfalten können. Nun wünsche ich dir noch frohe Weihnachten und einen gesunden Rutsch. Liebe Grüße, Hagen. Das kann ich verraten. PS, ich war in 2 Getränkeläden, aber dein Königpilsner gab es nicht. Ja, schade. Egal, Königpilsner kriege ich ja überall her. Ich gucke mir mit Bier mal, ich bin auf das Kirschbier echt mal gespannt. Oh mein Gott, so viel Verpackungsmaterial, aber wäre auch schade drum, wenn das kaputt ginge, ne? So, und zwar zum einen haben wir das Neuzeller Klosterbräu. Zum einen das Kirschbier hat, glaube ich, das hat, glaube ich, schon eine angenehme Trinktemperatur jetzt gerade. 4,8%, ja. Wir liefern einzigartige Kloster-Wellness-, Natur- und Spezialbiere. Wellness-Biere, was ist das denn? Entgiftung von innen, indem man das alles auskotzt. Einfach und bequem mit der Post bis an ihre Haustür. Versand kostenfrei. Och, das ist ja praktisch. Und zum anderen, was ist das? Ein schwarzer Abt. Wahrscheinlich ein Schwarzbier. Jo, das Schwarzbier mit dem dunklen Geheimnis steht auch drauf, ja. Ich bin ganz klug.
Ja, da habe ich jetzt. Also wenn ihr mir Bier schickt, ne? Vor allem, wenn das gerade sowas wie hier, ich sag mal, regionsspezifisch ist, was es nicht überall gibt. Ich schmeiß die Flaschen Prost nicht weg. Die stehen alle da oben. Seht ihr vielleicht nicht, weiß ich jetzt nicht. Gut, ich schau mal lieber vorsichtig, ob da noch irgendwas drin ist. Nicht, dass ich wie bei Dudelchen irgendwas dann einfach unterschlage, aber es sieht nicht so aus. Jo, Hagen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich darüber. Vor allem auf das Kirschbier freue ich mich. Da werde ich morgen vielleicht mal zum Weihnachtsessen genehmigen. Mal schauen. Finde ich sehr nett von dir und es hat noch vor Heiligabend geklappt. Ist doch wunderbar. Gut, ja, was habe ich noch zu sagen? Keine Ahnung. Jetzt sage ich aber nochmal, zum dritten Mal, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, genießt eure Ferien, euren Urlaub oder was auch immer. Wenn ihr keinen Urlaub habt, genießt wenigstens die Feiertage. Und wie gesagt, Unboxing-Videos werden jetzt wahrscheinlich erst Neujahr wiederkommen. Wenn überhaupt, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch erst am zweiten, mal schauen. Wie es zeitlich alles so zu managen ist und so. Gut. Dann, wie gesagt, frohe Weihnachten. Genießt die Zeit, lasst euch reich beschenken. Und ja. Also Videos werden normal hochgeladen weiter. Also jeden Tag zwei Tony Hawk Parts. Morgen kommt noch ein Nightmare Before Christmas Part. Ich werde die Scheiße jetzt bearbeiten und werde dann vielleicht irgendwann Mitte Januar mit Tony Hawk fertig hochgeladen sein. Was habe ich heute hochgeladen? Ich habe 73. Jo, 73 und das heißt, es sind noch mindestens 27 Parts, das heißt noch mindestens 2 Wochen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Jo, gut, jetzt aber wirklich frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Feiertage. Esst nicht zu viel, ne? Sonst müsst ihr den ganzen Scheiß wieder abtrainieren. Und ich sag dann bis zum nächsten Jahr. Diesmal. Nicht bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Jahr. Lustig, ne? Adios.